Wir sind bei der letzten Station angekommen. Ich bitte Sie, von hier unten, quasi von den Niederungen von der Stadt, hochzuschauen, zu den Hofkirchen. Wir kommen von einem Solitär, vom Verwaltungsbau der Gotthardbahn. Jetzt geht es um etwas ganz anderes, um ein Ensemble. Was gehört alles dazu? Es lohnt sich hier besonders, eine sorgfältige Bestandesaufnahme zu machen. Zwei Eckbauten stehen ehrerbietig spalier und markieren den Hofbezirk gegen die Stadt zu. Auf dieser Seite der Zurmüli-Chorhof. Er hat seinen Namen von einem Chorherr um 1700. Die Schaufassade ist symmetrisch, hat ein reich geschmücktes Portal, eine feingliederige Fensterfront und drei Lukarnen machen den Bau zusätzlich vornehm und repräsentativ. Auf der anderen Seite der Chorhof Peyer, Bauzeit ebenfalls um 1700, ein innerschweizer Herrhaus mit starker Präsenz. Der Bau kommt ganz anders daher als sein Gegenüber, aber gerade das belebt. Auch das Haus macht im Stiftsbezirk alle Ehre. Killenstegen ist unten breit und einladend, verengt sich und wirkt wie eine Aufforderung, man soll doch aufsteigen. Also, dann machen wir uns auf den Weg und gehen auf die Prozession, wie sie im Jahr 1470 schon vom deutschen König Sigismund begangen worden ist. Das zeigt uns der Chronist Diebold Schilling. Wir haben hier ein erstes Niveau erreicht. Die Prozessionsstrasse öffnet sich zum Platz. Und es kommt zu einer architektonischen Wiederholung. Der Prozessionsweg verengt sich noch mehr. Diesmal sind es Gräberhallen auf beiden Seiten, die unseren Weg flankieren. Erst wenn man sie passiert hat, steht man auf dem Kirchenvorplatz. Was für ein Unterschied zum ebenerdigen, unscheinbaren Eingang des KKL. Und die Aufgänge und Eingänge nehmen auch jetzt noch kein Ende. Wir kommen durch ein Rundbogenportal, in eine Vorhalle, stehen noch einmal vor einem Steingewölbe. Der erst kommt das Holzportal mit den beiden Stadtpatronen Leodegar und Mauritius. Türen, Säulen, Bogenfeld, alles ist hier noch einmal mehrfach in die Tiefe gestaffelt. Mehr Eingang ist fast nicht möglich. Gehen wir zum Schluss ein paar Schritte zurück. Die Hofkirche, die nach dem Brand von 1633 wieder aufgebaut worden ist, erweist sich als Zeugnis von gelebter und gestalteter Geschichte. Türme sind aus der Zeit um 1500, gotisch. Der Eingang und darüber Michaelskapelle datieren um 1640, Renaissance. Der Uhrengebel schliesslich ist um 1790 dazugekommen, Barock. Mit den unterschiedlichen Baustilen werden unterschiedliche Lebensgefühle erkennbar, über Jahrhunderte hinweg. Liebe Besucherinnen und Besucher, wir sind am Ende unserer Entdeckungsreise. Sie hat uns von einer modernen Kathedrale zu einer alten Kathedrale geführt, kann man so sagen. Zukunft braucht Herkunft. Aber man muss den Satz auch umkehren. Herkunft braucht Zukunft. Ich danke Ihnen fürs Mitkommen. Hoffentlich sind Sie angeregt worden zu eigenen Entdeckungsreisen.